das wird alles ganz schnell. Wirklich, wollte ich sagen. Wirklich. Ich könnte das doch wieder auf das Band leiten und das Band da oben wieder splitten. Warte mal. Das wäre, glaube ich, das easieste. Wenn ich hier einen Merger draus mache. Weil ich ja hier hinten auch nicht mega viel rauskriege. Mal überlegen, welcher das war. Jetzt bin ich durcheinander. Warte mal, hier kommt 120, 60 hier, 60 hier. Ja, um 60 an. 30, 30. Das wird in 15 geteilt. Ja, welcher ist jetzt der, der geteilt wird? Der schon einmal geteilt wird. Das ist der, der hier links reingeht, ne? Ja, okay. Ja, dann ist das der. Hoffe ich. Und Blei. Harvest. Ich hoffe, das ist jetzt richtig gewesen, aber es sieht so aus. Genau, der geht hier ganz hässlich durch. Also ganz hässlich gerade durch. Genau, und wird da hinten geteilt. So, und dann kann ich das hier nämlich wieder splitten. Das war jetzt auch meine beste Idee. Verrückt, aber es funktioniert. Oh yes, that works. Oh yes. Ich werde schon wieder irgendwo berechnet. Wenn ich jetzt hier einen übertakte, also ich habe sowieso wieder Strom noch in Löcher, wenn ich mal gucke, so. Produktion. Oh, warte, der ist noch nicht angeschlossen. Los geht's. Wasser ist drin. 600 Stemmel jetzt her. Maximale Consumption 468, das heißt, wir haben wieder 132 plus. Und ich könnte ihn übertakten. Aber dann frisst er mehr, ne? War produziert. Aber wüsste gerne, wie viel er dann drained. Also wie viel Dings er dann frisst. Kann ich die rein und wieder rauslegen? Einfach in Ruhe. Ich muss es ausprobieren. Komm, was soll's. Habe ich die nicht eingepackt? Oh mein Gott, habe ich sie nicht eingepackt? Oder übersehe ich sie nur? Mother of God! Hat sie echt zu Hause liegen lassen, ne? Das ist jetzt mal traurig. Ja. Ganz so aus. Schade. Also ich wüsste halt gerne, wie viel Kohle der frisst halt so. Aktuell habe ich ja noch, also ich habe ja jetzt genug so, ne, aber... Und hier würde ich gerne Hypertypes hochlegen. Dass ich hier schneller hochkomme.
Und ich brauche dringend diese Rampen, diese Geländer. Nee, wie heißen die denn? Diese, auf jeden Fall diese Gitterwege. Mich hier ein bisschen bewegen kann, ey. Genau, das meine ich. So, aber ihr lauft, sehr gut. Ich könnte hier auch Wasserspeicher anlegen, gerade brauche ich die noch nicht zwingend. Genau, ich habe hier Kohle. Die kommt an, aber, also ne, so wie viel das Fließband gibt, 60 die Minute kommt hier an. Das hat mir schon nachgeguckt. Ich befürchte, ich brauche ein bisschen mehr. Ich überlege, ob ich dieses eine Kohlemine, die ich da habe, einfach hier mit drauf führe. Und hier ein MK3-Band hinlege. Ich weiß so halt nicht, wie viel, ob ich so viel Kohle brauche. Ich meine, gut, warte mal, hier ist der Puffer ist voll. Ich könnte hier einfach ein MK2-Band rausmachen, ne? Aber es kommt eh nur 60 die Minute an, also brauche ich das kein MK2 draus machen. Kommt ja nur 60 die Minute an. Ja, es läuft dann hier einfach rein. 60 Minute, 5 Minuten warten, das heißt 300 Stück kommen hier, bevor das wieder abholt. Das ist doch in Ordnung. Erstmal. Oh, ich glaube, ich höre ihn. Habe ich ihn gerade gehört? Auti? Kommst du und holst du mich ab? Das wäre ja so romantisch. Was kann ich denn mit den Hypertubes? Warte mal. Warte mal ganz kurz. Organisation? Nö. Fähigkeitsspeicher. Transport, da, Hypertubes. Stapelbare Hypertubes gibt's auch. Okay. Hypertube-Eingang. Brauche ich zwei. Hypertubes brauche ich immer Bleche und Stahlrohre. Na gut, dann holen wir mal Stahlstangen ab und dann probieren wir es mal aus. Hier oben Hypertubes hochlegen, wäre glaube ich nicht schlecht. Und endlich mal die Produktion da angehen. Ich versuche mich mal drum zu drücken, gebe ich zu. Diese Produktion für Phase 2, aber ich muss es langsam angehen. Kann ich die Rezepte... Die Rezepte für einzelne Sachen kann ich nicht anpinnen, ne? Also es zeigt mir dann bloß danach, da ist er ja. Er war ganz schön am... Hier hat er mal ganz schön am... Ganz schön zu fressen, ey. Genau, also ich kann mir immer nur anzeigen, ja, ich brauche, keine Ahnung, rechts irgendwie 10 Stratogen, aber ich kann mir nicht anpinnen, dass was in den Stratoren drin ist, oder? Ein bisschen meine... Hier wäre halt, die Ecke wäre halt praktisch für die Autobahn, ne? Wenn ich diese Ecke hätte zum Freibauen. Naja, irgendwann habe ich genug Überproduktion, damit ich da ein paar mehr Coupons gleichzeitig ausdrucken kann. Die wackeln immer so komisch, sie sehen aus wie Menschen. Arbeit immer jetzt mit Zettel und Stift, ist auch nachvollziehbar. So, ich habe jetzt wieder Strom. Also, jetzt muss ich mal gucken kurz. Intelligente Beschichtung war das, ne? Brauchten verstärkte Eisenplatten und Rotoren. Das mache ich also unten. Okay. Dann war das Legierung. Hm?
Was ist da oben noch? Was ist so anstrengend, ne? Also ich auch hier quasi nicht hier reingucken kann. Was hier steht, steht hier auch nicht. Also es ist, so... Nee. Ich sehe da oben die Bilder, aber ich sehe nicht, was ich brauche. Gucken wir hier rein. Oder auch nicht. Achso, das ist ja auch ein Konstruktor und kein Assembler. Okay. Ja. Okay, kein Assembler. Also ich brauchte hier einen Assembler, das weiß ich. So, und dann bauen wir halt hier einen hin. Spaghettifikation. Produktion, Fabrikator. Ist alles ein bisschen schwierig. Oh, das wird Spaghetti. Oh, das wird richtig gute Spaghetti. Oh, das wird gute Spaghetti, wird das. Das euch. So, Stratoren waren Stahlrohre und Draht, genau. Du hast Draht, wenn ich mich nicht erinnere, genau. Nein. Okay. Dann auf die 5. Okay, das ist jetzt aber schwierig dann. Okay. Wie hab ich denn das geschafft? Okay, aber dann machen wir es halt so. Ja, nee. Nee, nicht so. So. This is sexy spaghetti. Sexy spaghetti time. Es ist sexy time. Das sollte zumindest reichen für die... Oh, das ist ja eine Stahlrohre. No! Falsch. It is falsch. It is so wrong. Auch keine sexy Spaghetti time. Aber viel zu easy. Das sind die Stahlträger, die müssen zum Klump gemacht werden, muss ich schon sagen. Brauchst 12 Sekunden für 5 Stück, brauchst aber 40 pro Minute, so viel stelle ich nicht her. Und Stahlrohre, wie viel stelle ich da her? Gerade genug, glaube ich. 20, okay, ich habe einen leichten Überfluss. Wie viel Draht stelle ich pro Dings her? Hm? Ja, damit stelle ich nicht genug Draht her. Ich laufe, also ist ja, ich, dass ich das jemand sage. Ich laufe mit Draht leer. Was schlecht ist, weil ich eigentlich. Weil das ja eigentlich meine Mall ist mit dem Draht.
Aber ich stelle nur 30 Drähte her. Das heißt, ich müsste den Draht-Oschi aufwerten. Wäre eine Möglichkeit, den ein bisschen zu verschnellern. Dass ich vielleicht, sagen wir mal, 45 die Minute herstelle. Wir probieren es einfach mal. Dass die Drahtherstellung ein bisschen erhöhe. Er ist natürlich gefährlich. Ich bin jetzt wieder an meine Dings gegangen, ne? An meine Mall. Eigentlich hätte ich eine extra Drahtherstellung nur dafür machen sollen. Doch geht. Suche über N und dann zur To-Do-Liste hinzufügen. Echt? Dankeschön. Ich guck mal ganz kurz nach. Intelligente Beschichtung. To-Do-Liste. Nee, pass auf. Oder warte mal, war das andere nicht drauf? Du hast recht. Ja, warte, du hast recht. Hypertube-Sachen wieder wegmachen. Ja, Tatsache. Cool. Naja, zumindest habe ich dann die Anzeige, was ich da brauche. Verstärkte Eisenplattenrotor. Habe ich zum Glück gewisse die Anzeige. Auch hier, ne? Es ist so, ich gehe jetzt wieder meine Mall an. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist. Toren werden hier hinten hergestellt, wenn ich nicht völlig falsch liege. Ja. Läuft auf 100%, stellt 4 Rotoren her. Auch von beiden 2. Okay, das kriege ich hin. Okay, das kriege ich hin. Das ist gut. Das ist gut. Ich stelle ja 4 pro Minute her. Ich den einfach einmal hier zwischenstellen. Ganz unsexy. Einfach hier zwischen. Intelligente Beschichtung. Und hallo Captain Dad, vielen Dank für die Hilfe an der Stelle. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Spaghetti Time. Was frei? Ne, da nicht. Aber da. Oder auch nicht. Okay, cool. Überall irgendwie. Alter. Das ist wirklich die Hölle, ne? So, da kommen die. Ich stelle jetzt noch nicht so viele her. Ich müsste hier eigentlich noch eine Kiste daneben stellen. Obwohl, hier kann ich es machen. Ist er da? Ein bisschen vorankommen jetzt hier langsam. Unlurk. Unlurk gibt's nicht, aber ist ein guter, eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Ich werde mal Unlurk reinpacken. Aber willkommen zurück, Lieschen. Ich hoffe, du hast dein Auto gut abholen können. Oh, der braucht lange. Oh, der braucht lange. Wow, lange. Holy shit, okay. Ja gut, es war sehr gut. Dann haben wir nämlich die... das dauert. Das ist ja ein Langzeitprojekt, ne? Intelligente Beschichtung. Ist doch was, was ich da oben brauche, richtig? Ja. Davon brauche ich 500 Stück. Ich glaube, ich darf gleich wieder ein bisschen, ne? Alles
jetzt komme ich hier nicht vorbei, ne? Scheiße. Ein bisschen dingsen gehen, erforschen gehen hier. 500 Stück. So, wenn ich jetzt auf die, was ist das? Mehrzweck? Nee, doch, Mehrzweckgerüst. Hier waren die Stahlbarren. Und die modularen Rahmen. Bäh. Dann sehe ich im nächsten Update. Hört schon, als wäre das viel. Naja, dafür, dass man gerade frisch angefangen hat, damit schon. Ich überlege gerade, wo ich diese Mehrzweckrahmen stelle. Ich brauche hier unten diese ollen. Einen modularen Rahmen. Hier oben rein, wenn ich mich nicht. Ja. Könnte die hier runterführen lassen. Um ehrlich zu sein. Passen. Habe ich auf jeden Fall keinen Platz mehr für eine Kiste. So viel ist sicher. Ach, fuck. Nein. Mal was anders. Mal was von hinten nach vorn. So. Nicht mal ein bisschen besser. Easy. Easy Spaghetti ist easy. Da. So, kriegst modulare Rahmen. Modulare Rahmen 2,5 pro Minute. 30 Stahlträger, so viele stelle ich doch gar nicht her. Boah, jetzt geht das wieder los. Ich habe TÜV bekommen, sehr gut. Ich bin. Oh, das mag ich nicht. Ehrlich, das ist wirklich etwas, was ich nicht mag. So dieses so, ja, hier, guck mal, du hast jetzt drei neue Sachen, die du herstellen kannst, aber brauchst für die eine Sache, die erste neue Sache, die du herstellst, stellst jetzt her. Aber brauchst für die dritte Sache, brauchst du schon dreimal so viel wie von der ersten Sache, die du jetzt frisch herstellen kannst. Das ist halt so. Es nervt mich gerade ein bisschen, weil ich nicht damit nicht, also ich muss jetzt quasi alles, was ich gebaut habe, quasi wieder verdoppeln noch so. Und das ist halt, das nervt mich. Der läuft auch nur auf 75%, ne? Ja. Weil, wenn du 60 Stahl brauchst und du stellst nur 30 her, ne? Ne, 45 stellst du her.
90. Ich bräuchte 3 von denen. Hier stehen 45 her. Ich bräuchte 3 von den 90. Ich bräuchte 3 von denen, um genug herzustellen, um die da unten zu bedienen. Ich bräuchte 3 Gießereien. 2 Dings. Ja, das hat ja nichts mit Großdenken zu tun. Das geht mir einfach nur so ein bisschen auf den Keks, ne? Weil du bist halt mit der einen Sache fertig und sollst instant diese Sache verdoppeln oder verdreifachen. Ne? Also es war für mich ja schon Pain, quasi jetzt überhaupt Stahlproduktion hinzukriegen. Und jetzt kommt so, ja, verdreifache die Stahlproduktion halt einfach. Und ich denke so, ja, aber womit? Jetzt muss ich ja wieder durch die ganze Welt laufen und irgendwo Eisen finden. Oder eben meinen Eisen MK1, also MK2 habe ich ja jetzt mittlerweile schon hier. Warte kurz. Lass mich kurz überlegen. Ich muss es rechnen. Das sind so Sachen, ich finde die Ratios schwer. Sagen wir es so. Das ist nicht, gar nicht das Spiel, das ist die Ratio. So, also wir haben eine Ratio von 240. Die kriege ich aber nicht raus, die 240. Doch, kriege ich, habe mich mittlerweile. 240 kriege ich raus. Hier kommen 120 an. Und du brauchst... Ja, ist auch so. Wir kommen 120 an, ich brauche aber 45. So, 120, das heißt, du kriegst 60, du kriegst 60. Und alles ohne intelligente Splitter. Das heißt, ich muss jetzt einen Splitter nehmen, muss wieder einen Merger und wieder einen Splitter nehmen, damit ich das in der richtigen Ratio teile. Ja, das ist so complicated alles. Vor allem brauche ich aber auch wirklich 500 von diesen blöden Dingern. Noch Kohle habe ich auch nicht mehr. Boah, ich glaube, ich spiele gleich was anderes. Bin gerade in einem Moment, wo ich sage, wo ich überfordert. Also überfordert nicht in dem Sinne, sondern ja doch, überlastet bin einfach. So dieses so, ja fuck, ich muss jetzt alles wieder von vorne machen. Weil ich habe nicht genug Kohle. Doch, ich könnte das nochmal abzwacken, glaube ich, von der Gießerei. Was brauche ich dafür? Was fehlt mir? Modularer Rahmen. Schön, dass wir gerade darüber gesprochen haben. Ich kann mal einen herstellen hier. Modularer Rahmen, da kann ich. Okay, also... So. Und dann möchte ich gerne Kohle nochmal zwacken. Muss ich aber gleich auf jeden Fall, wenn ich die Kohle abgezwackt habe, passt hier nicht hin, ne? Schade. Das ist sehr schade. Aber hier passt es hin, sehr gut. Kohle braucht das noch gleichzeitig. 45, ja, es wird jetzt langsam eng. 60.
Da kommen 120 raus. Dann wären es schon 60. Müsste hier eigentlich 140 rausholen. Dann hier 20. Hier geteilt. So. Und so viel Kohle mache ich aber, glaube ich, nicht. Ich werde aus der Kohle rauslaufen. So, du machst jetzt 15 Stahlbarren, richtig? Richtig. Machst du 45 Stahlbarren pro Minute? Genau. Stahlträger. Also ich kann... Du brauchst auch 60, genau. Mach jetzt einfach das gleiche hier nochmal und zwack die einzeln ab, auch wenn er nicht auf, nur auf 75% läuft. Zwacke ich den ab für die Herstellung des Gerüstes. Dann mache ich es halt nicht mit der perfekten Ratio, aber ich habe eine dauerhafte Produktion. Das ist jetzt, glaube ich, der wichtigere Schritt, dass ich die Produktion habe. Erstmal nicht, dass es eine perfekte Produktion ist, aber dass es eine dauerhafte Produktion ist. Es wird lustig jetzt hier. Ich will dich hier nicht mehr haben. Da unten ist noch eine. Ah, glaube schon. Mehr Spaghetti. Du Spaghetti. Hast du? Ja. So, du kriegst sollst 30 pro Minute willst du haben. Es dauert eine Weile, aber gut, dann ist es halt so. Hatte ich hier nicht oben noch einen frei? Da warst du frei, ne? Ne, du nicht. Du warst frei. Du warst frei. Der Ausgang oder Eingang? Der Eingang, sehr gut. Ja, wohl nicht so gut. Hierbei gedacht denn gerade. Okay, nein. Schande. Läuft. So, hier funktioniert gerade nichts. Ich glaube, ich habe dem da oben irgendwie vergessen, Strom zu geben oder sowas. Oder ich habe über irgendwas nicht nachgedacht. Ach so. Ja, okay. Stahlträger, richtig? Jetzt? Fehlt dir Strom oder was? Hier fehlt Strom. Na cool. Na gut, sollst du auch Strom haben. Ach Gott, diese Ansprüche, ey. So, der stellt halt nicht genug her. Doch, stellt er. Warte mal. Du brauchst doch 60. Und du stellst nur 45 her. Okay, aber geht gleich runter. Also, weil das noch voll war, wahrscheinlich. Also, ich bräuchte zwei davon wiederum, die da runter zu schmeißen. Ich könnte hier irgendwann nochmal eine nebenstellen, aber dafür habe ich gerade nicht genug Eisen. Yeah.
Schon verzweifelt? Ja, so ein bisschen. Eine Maschine, die nur so viel verbrannt, wie sie braucht, egal wie viel auf dem Matt liegt. Ja, mag ja sein, aber die muss ja trotzdem genauso viel bekommen, wie sie bekommen will, ne? Also, wenn der 45 bekommen haben, bekommen will, sollte ich hier auch 60 anliefern können, ne? Weil, also wenigstens 60 anliefern können. Damit ich hier aber 60 anliefern kann, muss ich hier 120 rausprügeln. Und dafür, um da 120 rauszuprügeln, muss ich halt hier 240 rausprügeln. Also ich muss ja immer kleiner werden. Huch, das war ungeplant, aber es war lustig. Das war schon so richtig. Ja, der braucht ja die 60. Mein Problem ist jetzt bloß die Kohle. Das wird nicht reichen, glaube ich. Ich muss da oben die zweite Kohle abzwacken. Und den Truck öfter fahren lassen. Klasse, wie das Gehirn wächst. Mein Gehirn wächst nicht, es käst. Wie oft habt ihr alles abgerissen? Also erstmal bin ich alleine. Bin in Phase 6 und habe... Achso, du meinst alle im Chat. Und habe zum zweiten Mal alles abgerissen. Also... ich reiß nicht nochmal alles ab. Das ist mir dann zu repetitiv. Also ich baue nochmal neu und baue einige Sachen natürlich dann neu, ne? Gar keine Frage so. Aber ich reiß jetzt nicht nochmal alles ab. Oh, get it. Ich mach lieber mehr Spaghetti. Ja, hier kommt halt zu wenig an. Aber er läuft auf 100%. Why do you lauf auf 100%? Hä? Jetzt geht er runter, wollte ich schon sagen. Ja, du kriegst halt nur 15 die Minute. Also, das heißt, du läufst auf 50% dann. Ja. Das heißt, ich mach 2,5 in der Minute. 5 in 2 Minuten. Das heißt, ich brauche 200 Minuten für alle diese Rahmen. Okay. Ich habe schon 2. Ich hatte mit Liz darüber gesprochen, also meine Mitbewohnerin, die meinte halt auch so, das ist etwas, was sie mega demotiviert, wenn sie dann einfach irgendwann so ein bisschen die Übersicht verliert. Und für mich ist jetzt natürlich das Problem, ich habe das zu lange vor mir hergeschoben und ich habe jetzt nur das noch zu machen. Alles andere habe ich abgeschlossen. Das ist jetzt natürlich Problem, also Problem, das ist jetzt auch viel gesagt, ne? Aber es ist auf jeden Fall schwierig. Weil ich jetzt kein anderes Ziel mehr vor Augen habe, außer das. Das heißt, ich müsste eigentlich noch mal mehr Eisen aufsuchen. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt Hypertubes. Und warum? Weil ich es will. Hypertube-Eingang. Ich brauche. Brauche ich auch einen Eingang zum Ausgehen, zum Austreten? Was brauche ich hier für Bleche und Stahlrohre? Ausgang gibt's nicht. Oh oh.